Servus und willkommen zur Reihe Excel für Schülerinnen und Schüler Grundlagen. In dieser Reihe erkläre ich dir alles, was du in der 6. oder 7. Klasse in der Schule in Excel so brauchen kannst. 6. oder 7., je nachdem, wann deine Schule das macht. Darunter zum Beispiel das richtige Formatieren, den Rahmen ziehen, Zellen verbinden, Datenformat ändern. Aber es wird auch ein bisschen schwerer. Wir arbeiten mit den ersten Funktionen wie der Summe. Wir arbeiten aber auch mit Minimum, Maximum und wir arbeiten mit dem Datum. Was mich immer an die Hassgrenze bringt, weil es deppert ist. Ich zeige dir aber, wie es geht. Wenn du zu irgendeinem von diesen Themen noch mehr Übung brauchst, schreib einen Kommentar drunter. Wenn dir die Reihe hilft, mach die ganzen YouTube-Sachen, Kommentar, Like, Sub und so weiter und so fort. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Schule. Ciao.